Servus und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deutschland Map hier im LS22 auf meinem Kanal. In der letzten Folge hatten wir hier schon unseren ersten Fail mit dem Reform Prim Alpin Aufsatz, denn wenn der beladen ist, kann Autodrive damit nicht fahren. Also musste eine Lösung her, lange getüftelt, viel überlegt. Wir gehen hier, wo war das denn nochmal? Genau, wir gehen hier in die Kategorien und wenn wir jetzt hier auf Ladewagen gehen, dann haben wir da hinten einen neuen Aufsatz. Den hier kennen wir ja, das ist der Prim Alpin, den wir schon haben, aber hier hinten gibt es jetzt den, boah, wie spricht man das aus, Lyond Swiss Elite S31 und das schicke Ding hier, das muss man nicht zusammenklappen, das bleibt offen und dementsprechend hat Autodrive auch mit dieser Karre oder mit diesem Aufsatz kein Problem. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so schick aus wie ja, unser bisheriger Aufsatz, aber kann man nichts machen. Wir nehmen hier den Schinken, damit das läuft und dann ist gut. In der letzten Folge habe ich das Spiel mit Alt F4 beendet. Dadurch fehlen mir leider die letzten 2-3 Minuten. Ist jetzt hier aber gar nicht so schlimm. Denn wir können uns so eh das Gras sparen und da wir knapp bei Kasse sind. Mal gucken, ob wir hier bei dem Bordstein rüberkommen mit dem kleinen Ding, aber das passt. So, Ballenverkauf, Ballenverkauf, Ballenverkauf. Da können wir jetzt mal gucken, was denn hier so rauskommt mit 5700 Liter. Verkaufsstellen ab zum Ballenverkauf. Oh nö. Ach so, ja. Ja, da war was. Da war was. Der Ballenverkauf ist eh hier unten beim Händler, von daher passt's. Wir sind hier oben also immer weiter die Straße runter. Kann man hier auch mal die Cam wechseln? Ja, kann man. Hier drin hast du so ein richtiges Geschwindigkeitsfeeling dann für die Kiste. Das geht richtig ab. Obwohl es nur 52 km/h sind, fühlt sich das in dem Go-Kart hier an wie 70. Naja, also es ist wie immer. Das Projekt hier ist irgendwie von Fails geplagt. Ich freue mich wirklich sehr auf den LS25. Da können wir dann frisch und sauber, clean von Null starten. Und dann werfe ich mich da nicht in so ein Chaos rein, wie ich das jetzt hier getan habe. Ist natürlich teilweise spannend, ja, weil viele Fails dabei sind. Auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen nervig. Es kostet extrem viel Kohle hier. Diese ganze Rum- und Num-Schieberei und irgendwas Neues mieten und wieder irgendwas Altes leasen. Und hast du nicht gesehen. Aber so ist das hier auf dem Hof von Kai am Zocken. Läuft nicht alles nach Plan. Läuft fast nichts nach Plan, kann man eigentlich so sagen. Ich habe jetzt nur die Befürchtung, wir müssen ja halt einmal außen rumfahren. Außer wir gucken, ob wir illegalerweise über die Schienen abkürzen beim Fahrzeughändler. Könnte man natürlich mal machen, ausnahmsweise. Wir probieren es. Wird schon schief gehen. Ja, ich glaube, dieser Prim Alpin Aufsatz, der ist einfach ein Ticken moderner. Das, was wir jetzt haben, ist halt irgendwie ein bisschen älter, also zumindest von der Optik her. Aber im Controller lässt sich es echt besser lenken. Aber es ist mir auch immer dann zu anstrengend hier. Mikrofon vorm Gesicht rumbaumeln. So, wie kommen wir hier illegalerweise rüber? Da drüben. Können wir nur hoffen, dass wir jetzt nicht an den Schienen hängen bleiben. Guck mal, das ging wunderbar, ging das. Wunderbar ging das. Ihr habt nichts gesehen, Freunde. Das war alles verkehrskonform. Aber ich wollte jetzt hier nochmal komplett nicht außen rum tuckern. Ja, das war knapp. Das war knapp. Uppala. Da haben wir schon die Aufhängung abgebrochen. Überladen, starten. Das ist ja auch geil. Wie zu erwarten, bringt es halt kaum Geld. Ne? Und gerade so ein Taui jetzt eingenommen. Dann sind es 2000 pro Fuhre. Ja, ja, müssen wir mal gucken, ob die Aktion sich rechnet oder ob wir nicht bald anfangen, doch Ballen zu pressen. Ladewagen hier, Prim Alpin zurückgeben, yes, auf jeden Fall.
Jetzt sieht das Ding hier nach so einem Kommunalrennerle aus, ohne Aufsatz, nur mit dem Mähwerk vorne dran. Wir nehmen hier mal kurz wieder unsere Abkürzung. La 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 la. Kommt schon kein Zug, wird schon schief gehen. Finde ich übrigens sehr gut, die Schienen haben keine Kollision. Finde ich ein cooles Feature. Das wünsche ich mir für ein LS25 für die weißen Pfosten neben der Straße, aber das wissen wir ja. Das ist kein neuer Wunsch. So, und der Fan kann dann endlich hier auch mal den Kalkstreuer mitnehmen. Damit wir den auch mal auf dem Hof haben. So, das ist jetzt hier der neue Aufsatz. Gefühlt ist er, glaube ich, einen kleinen Ticken breiter. Passt aber weniger rein als in den, den wir gerade abgegeben haben, glaube ich. So, welche Wiese war das? Feld 13 war das. Also, Abrichtung Feld 13. Und wenn wir schon mal hier sind, dann fahren wir mit dem Fendt auch gleich den Kalkstreuer nach Hause. So, ab Richtung Mänzerhof. Hier wollten wir Unkraut spritzen, oder? Wir haben es noch nicht getan. Wachstumsphase 2 von 4 im Wachstum. Es steht noch nichts mit Unkraut da. Steht noch nichts mit Unkraut da. Wir können aber, glaube ich, auch eine Nacht schlafen. Das sollte jetzt eigentlich der ganzen Geschichte hier keinen Beinbruch abtun. Dann machen wir das auch mal. Legen wir uns ab ins Bettchen, schlafen bis um 8 Uhr. Wir hätten auch bis um 9 schlafen können, aber ich glaube, das ist völlig egal. Es regnet, es schneit. Es schneit. Ja, jetzt nicht mehr. Es hat geschneit. Hoffentlich ist kein Schnee da. Manchmal kommt er erst ziemlich verzögert. Ah, das passt. Der Fendt und der fette Kalkstreuer. Das passt. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass wir noch kein Unkraut haben. Warum haben wir denn kein Unkraut? Unkraut ist an. Das ist ja eine komische Geschichte. Das ist äußerst komisch. Können wir eigentlich fast nochmal schlafen. Wir verlieren übrigens 10.000 Euro pro Schlafen. Oh, guck mal, wer da kommt. Guckt mal an, wer da kommt. Mal gucken, ob das was für ein Thumbnail wird. Nee, ich glaube nicht. Aber die Beleuchtung hier ist sehr, sehr geil, ne? Sieht mega gut aus, die Altstadt hier vor unserer Haustür. So, wo stellen wir den Kalkstreuer hin? Hier direkt vor das andere Tor. Ja, ich glaube, das ist so okay. Nächste Maschinerie zu Hause. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Warum auch immer wir kein Unkraut machen müssen. Dann können wir fast durchpennen. Wir schlafen jetzt einmal, mal gucken, ob es Unkraut kommt. Das war der falsche Spot. Verschlafen wir mal komplett Weihnachten und Silvester. Ach, ich habe jetzt nur die eine Stunde geschlafen. Aktuell kann nicht geschlafen werden. Warum können wir nicht schlafen? Ich habe keine Mod drin, die das verhindert eigentlich, dachte ich zumindest. Dachte, ich hätte keine Mod drin. Naja.
Damit haben wir jetzt fürs Erste nichts zu tun, außer Gras zu mähen. Haben wir. Wir kriegen kein Unkraut, aber ich lasse ihn mal da stehen. Und hier die Reform Multi. Hat er den Kurs noch drin? Ja, den hat er noch drin. Machen wir mal einen nächsten Weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist jetzt auch hier alles abgemäht? Och, Freunde, es steht unter keinen guten Stern. Es steht wirklich unter keinen guten Stern. Ich bin da schon fast gewillt zu sagen, wir fangen einfach nochmal komplett die Tutti neu an. Wir haben jetzt den 14. Ja, wenn ihr das seht, haben wir den 14.10. Und am 12.11. kommt der neue LS25. Naja, es ist irgendwie... Ich hätte fast gesagt, wir starten hier nochmal mit einem beschleunigten Spielstand. Alles ganz frisch, alles ganz clean, mit einer sauberen Modliste. Freunde, das machen wir. Da ist jetzt nochmal ein kleiner Cut drin gewesen. Ich habe mir jetzt mal kurz Gedanken gemacht und halte das, glaube ich, für eine gute Idee, Freunde. Wir starten tatsächlich hier das LS22 Deutschland-Projekt nochmal neu. Dann habe ich auch einfach endlich die Motivation, das ganze Ding hier jetzt richtig geil schön durchzuballern. Ich werde eine ordentliche, saubere Modliste erstellen. Vieles von dem werden wir übernehmen, was hier schon drin ist, allerdings nicht alles. Wir fangen mit einem erhöhten Startbudget an und vermutlich ja hier oben mit dem Lindenhof, einfach damit wir ein paar Kühe haben, ein bisschen mehr Action haben hier auf dieser Karte. Ich glaube, das tut dem ganzen Let's Play ja einfach gut. Ich habe das hier ein bisschen verkackt mit meiner ganzen überstürzten, ja, ins kalte Wasser gespringe Aktion quasi. Und ich glaube, es ist ganz gut, wir schaffen das in 4 Wochen hier noch richtig was auf die Beine zu stellen. Und wenn ich auch ja dazu komme und jetzt wieder frisch Feuer fange und dann einfach auch 4, 5, 6, 7 Stunden mal durchballern kann, hier mit einem erhöhten Startbudget starten, dann haben wir hier auch schon zügig in den nächsten 2, 3 Folgen ja eine automatische Maschinerie hier laufen, wie in guten alten Zeiten, wo ich noch LS22 gespielt habe. Und dann bringen wir das hier sauber und ordentlich vorbei, Freunde. Das war heute dann für den Montag, wo ihr das seht, die kürzeste Folge hier auf dem Kanal mit, ja, ich glaube, wir sind dann so bei 11, 12 Minuten. Naja, ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt die Entscheidung nachvollziehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es geht dann quasi direkt am Mittwoch weiter. Eventuell, je nachdem, wie weit ich jetzt zum Vorproduzieren komme, werden wir den Zyklus auch einfach anziehen, dass wir sagen, wir machen jetzt die 30 Tage voll, 30 Folgen in 30 Tagen und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Das klingt eigentlich auch ganz spannend. Freunde, ihr werdet mitbekommen, was es gibt. Ich werde euch im Discord auf dem Laufenden halten. Sobald ihr die Folge gesehen habt, werde ich dann auch was auf dem Discord dazu posten. Und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Gebt dem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr beim Neustart in der nächsten Folge dann mit am Start seid, Freunde. Auch sehr, sehr gerne ein Abo dalassen, dann verpasst ihr nichts. Ich würde sagen, ihr haltet die Ohren steif, wer Bock hat. Am heutigen Abend, dann am Montag, findet der TSW5-Stream um 20.30 Uhr statt. Wer Bock hat, kann da gerne einschalten. Haltet die Ohren steif, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.